dein Tippstor? Im Jahre 85 bin ich nach Sonnenheim gefahren und hab Klaus und Dieter und Dippel besucht. Und daraufhin haben wir angefangen und gedacht, man kann das vielleicht auch selbst. Es war das Sperrbird hier on the stage. Ich fühle mich aber schon. Und deshalb finde ich, wer Brechheit sagen will, muss auch Schlagheit sagen. Und das ist Faustrecht.